Liebe Freundinnen und Freunde von Opera Cetera, ein Lockdown jagt den anderen und wir können immer noch nicht direkt mit Ihnen wieder feiern. Wir haben uns überlegt, was tun wir, wie gehen wir mit der Situation um. Es gibt manche, die stecken den Kopf in den Sand und machen nichts und warten, bis das vorbeigeht. Das machen wir nicht, das wollen wir nicht. Deswegen haben wir beschlossen, das machen wir jetzt auch schon eine ganze Weile, dass wir einmal in der Woche ein kleines Konzert geben, live in Lockdown. Wir sind jeden Sonntag da, immer mit einem anderen Programm, immer an einer anderen Location, da wo wir schon oft miteinander gefeiert haben, Weingutkopf, Weingutleber, verschiedenste Sachen. Und wir sind immer präsent. Wir wollen nicht den Kontakt zu Ihnen verlieren. Wir wollen, dass Sie uns sehen und ich freue mich sehr, wenn ich sehe, dass Sie bei uns sind und wenn Sie uns Feedback geben. Jetzt sind wir natürlich dadurch relativ häufig da und wir verschicken auch viele E-Mails. Ich bekomme sehr viel, sehr schönes Feedback, aber ich bekomme auch zum Teil das Feedback, das ist uns zu viel. Ihr schreibt uns dauernd Mails. Da bitte ich einfach um ein gewisses Verständnis. Wir erwarten nicht, Sie müssen sich das nicht jedes Mal angucken. Sie können auch so eine Mail einfach mal löschen. Und wir erwarten auch ganz bestimmt nicht, dass Sie jedes Mal, jede Woche etwas spenden. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Das Ziel ist einfach nur, dass wir da sind. Deshalb kommen Sie einfach zu uns. Schauen Sie, wenn Sie es mögen. Wenn Sie nicht wollen oder zu diesem Zeitpunkt nicht können, alle diese Filme sind frei verfügbar auf unserer Homepage eingestellt. Spätestens einen Tag nach einem Live-Konzert ist der Link auf unserer Homepage und Sie können sich das angucken, wann immer Sie möchten. Das Ganze ist auch natürlich ein bisschen schwierig gewesen für manche, weil natürlich wir kämpfen manchmal mit der Technik. Es ist bei uns der Alex, der singt, der macht die Technik, der moderiert. Und wenn dann mal was schief geht, dann starten wir auch mal ein bisschen zu spät. Seien Sie bitte nicht verärgert. Kommen Sie einfach später dazu oder gucken Sie es einen Tag später an und fühlen Sie sich nicht genötigt, dass wir jedes Mal spenden wollen. Natürlich freuen wir uns über Spenden und wir sind auch, solange diese Lockdowns dauern, darauf angewiesen. Das ist ganz klar. Ich denke, das wissen auch alle. Aber wir erwarten ganz bestimmt nicht, dass Sie jedes Mal, wenn Sie sich einen Film von uns angucken, spenden. Deshalb haben wir das auch frei. Es kann sich jeder angucken. Wir könnten auch Links machen, wo was bezahlen muss, kostenpflichtige Links. Aber das wollen wir nicht. Vielleicht sind auch Sie jetzt in Not. Und dann können Sie sich unsere Filme angucken mit dem besten Gewissen. Und wir freuen uns einfach, wenn Sie sich mit uns darüber freuen, dass wir nach wie vor da sind. Für die Zeit nach dem Lockdown planen wir ganz viel. Gucken Sie auf unsere Homepage. Es sind ganz, ganz, ganz viele Termine am Start, die wir auch, sobald es geht, durchführen werden. Und wir haben uns noch was ausgedacht. Wir haben einen Kalender gemacht, weil wir in diesem Jahr auch unser 10-jähriges Jubiläum haben. Ist hier ein Kalender mit Bildern aus den letzten 10 Jahren Opera etc. Den geben wir gerne ab gegen eine Spende, bitte ab 9 Euro als Unkostenbeitrag. Wenn Sie mit mir in Kontakt treten und so einen Kalender haben wollen, schicke ich Ihnen den gerne. Wir tun alles, um bei Ihnen zu bleiben. Bleiben Sie bei uns. Wir überstehen diese Zeit gemeinsam. Und ich hoffe, spätestens ab März, April sehen wir uns dann auch wieder Auge in Auge. Und dann wird alles wieder viel einfacher und wir feiern wieder fröhlich zusammen, so wie in den Jahren davor. Ich freue mich schon darauf. Bis dahin. Tschüss.